Willkommen zum neuen Video. Heute habe ich mal keinen normalen Podcast für euch, sondern ich will euch heute mal den ganzen Berg an pflanzengefärbter Wolle zeigen. Ich habe auch noch ein paar Bücher, die ich mir so angeschafft habe, die ich euch mal zeigen will. Vielleicht könnt ihr da noch irgendwas als Inspirationsquelle benutzen. Und genau, dann würde ich sagen, starten wir. Das ist nämlich ein ganz schöner Haufen mittlerweile. Also, ich fange mal an mit dem, was eigentlich keine pflanzengefärbte Wolle ist, sondern habe ich Reste von den Ostereierfarben verwendet, weil ich die nicht extra wegschütten wollte und da war noch übrig nach dem Ostereierfärben. Und dann habe ich Minis gefärbt. Genau, die habe ich selber abgewickelt von einem großen Strang und habe dann einfach, ich glaube, ich habe die damals im Strang, so wie die jetzt sind, gefärbt. Deswegen kam nicht überall gleichmäßig Farbe dran. Und dann haben die überall auch so weiße Sprenkel da noch. Also mal gucken, vielleicht kann man die mal, also das ist normale Sockenwolle. Weil damit könnte man zum Beispiel graue Socken stricken und dann halt immer Streifen rein oder Ferse und Spitze immer in einer anderen Farbe. Genau. Die hätten wir schon mal. Ich weiß noch nicht, wo ich das alles lagern soll, weil das ist ja schon ein ganzer Haufen. Ah ja, genau. Passend dazu habe ich ein Mohair-Garn gefärbt. Also immer wenn ich sage, generell in meinen Videos Mohair, damit ist Flauschgarn gemeint, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das sonst nennen soll. Also da ist keine Mohair-Ziege drin. Da ist, das hier ist Alpaka Silk, glaube ich, von Drops, die ich euch in einem anderen Video auch schon mal gezeigt habe. Also nicht der weiße Ton, sondern so ein hellbraun-beiger Ton als Grundfarbe. Und ja, die habe ich auch überfärbt teilweise zu der Sockenwolle. Und dann habe ich hier auch noch einer aus den Ostereierfarben. Also da sieht man mal, was das für ein farblicher Unterschied ist. Ja, also die hier sind viel dunkler, das sind die, genau die gleichen Farben, aber halt sehr viel dunkler durch den beigen Hauptton. So, dann, machen wir das hier, ist eine von meinen ersten Färbungen. Da habe ich euch letztes Mal schon das andere Knäuel gezeigt für meine Fuchssocken, die ich immer noch nicht angeschlagen habe. Und zwar habe ich mal mit Zwiebelschalen gefärbt. Da kam der helle Ton hier raus. Das hier waren normale braune Zwiebelschalen, also von weißen Zwiebeln. Wenn man rote Zwiebelschalen verwendet, wird die Farbe noch ein bisschen intensiver. Genau. Den habe ich. Dann habe ich große Wolle gefärbt. Da habe ich leider kein Etikett dran, welche Farbe das war. Riecht man auch nicht mehr, was das für eine Pflanze war. Aber da kam auch so ein ähnlicher Ton bei raus. Zu den Zwiebelschalen. Dann, was habe ich denn hier noch? Ich habe hier so viel. Also ich versuche immer euch zu sagen, mit was ich das gefärbt habe, wenn ich denn noch weiß. Und ja, vielleicht kann ich ja jemanden inspirieren, das auch mal auszuprobieren. Hier habe ich eine Färbung mit Efeubeeren, also die schwarzen Beeren, die am Efeu wachsen. Und das wurde so ein dunkles Oliv mit Blau. Ich hoffe, man kann das irgendwie sehen. Also, naja, Tageslicht ist relativ, ist bewölkt, auch sehr stürmisch. Ich hoffe, bei euch steht noch alles.
Ja, einmal Efeu. Das ist auch super interessant, weil ich die im Topf gefärbt habe. Also kam überall an den Strand die gleiche Menge Farbwasser quasi, aber es ist trotzdem so unterschiedlich geworden. Hier sind so ganz braune Flecken, hier sind blaue Streifen. Genau, davon gibt es eigentlich noch einen zweiten. Und ich glaube auch noch einen dritten. Nee. Aber hier, der müsste auch dazu hören. Ich glaube, das hier war eine Solarfärbung, die ist ein bisschen heller geworden als die andere. Aber es ist auch eine Efeufärbung. Dann habe ich hier eine Färbung, wo ich nicht mehr so genau weiß. Da waren verschiedene Sachen drin. Da müsste Eichenrinde drin gewesen sein in der Färbung. Dann habe ich Hibiskustee, das ist der rötliche Anteil oder der rosane Anteil. Die schwarzen Stellen, die sind von Eisenoxid. Das ist ein Erdpigment. Davon habe ich mehrere. Die sind eigentlich für Farbe zu färben. Also für einen Außenputz zum Beispiel oder so. Und ja, ich hatte mal das Experiment gestartet, ob das auch auf Wolle hält. Ja, also hält bis jetzt. Ich habe die halt noch nicht wirklich gewaschen, weil ich ja noch nichts daraus gestrickt habe. Nur ausgewaschen, nur das löst sich halt auch nicht auf. Ne? Also da das sinkt irgendwann alles zum Boden. Aber damit kann man so ganz gute Speckles machen, wenn man dazu drüber streut. Oder so, ja, einzelne Abschnitte. So. Dann habe ich hier eine Färbung. Das war Kaffee, die ist noch relativ neu. Ja, die war mir ja zu hell. Ich habe die anderen Kaffeestränge nochmal überfärbt, dieses Mal mit Batikfarbe in Braun. Allerdings ist er ein bisschen fleckig geworden, keine Ahnung warum. Aber die trocknet noch. Dann habe ich hier, das müsste. Nee, also nach Kaffee riecht die auch nicht mehr. Aber das hat auch so einen Kaffeeton. Also was wie ein Milchkaffee. Also ihr seht vielleicht schon von dem, was ich euch jetzt schon mal gezeigt habe, das sind schon sehr viele erdige Töne, aber es kommen auch noch sehr knallige. Genau, hier habe ich zum Beispiel, um mal zu zeigen, was alles so möglich ist, und zwar habe ich eine Strickmaschine. Damit habe ich mir so ein Band so ein Band gestrickt. Das hat ewig lange gedauert, kann ich nicht empfehlen. Lässt sich aber ganz gut färben eigentlich. So, die war noch abgebunden. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das direkt mal so daraus stricken soll, dass ich das quasi so abstricke, oder ob ich das erst nochmal auf den Knäuel wickel. Jetzt muss ich nachher nochmal zusammen machen, da kriege ich jetzt nicht zusammen. Also das ist so ein Fliederton und das Ganze ist mit Holunder gefärbt. Das war, glaube ich, auch eine Solarfärbung. Da hängt auch noch ein bisschen Holunder drin, sehe ich gerade. Naja, da geht beim Stricken wieder raus. Dann habe ich nochmal auch Holunder. Den mache ich jetzt nicht auf, sonst kriege ich ihn auch nicht mehr zusammen. Also das Ganze ist auch Holunder. Das ist sehr viel heller. Ich glaube, das habe ich im zweiten Farbbad gefärbt. Das ist auch schon eher wie so ein Altrosa. Und dann habe ich gefärbt nochmal Holunder. Aber dieses Mal mit ganz, ganz viel Holunder. In wenig Wasser, weil ich daraus Saft gemacht habe und habe dann die restlichen Beeren zum Färben benutzt. Und dabei
kam das hier raus. Also das ist alles so Holunder gefärbt, immer in einer anderen Menge mit Holunder. Und ja, da kamen sehr viele verschiedene Farbnuancen mit einer Pflanze raus. Und zu den zwei habe ich auch noch ein Mohair gefärbt. Und zwar den hier. Also der passt super dazu. Ich habe halt nur, das sind 25 Gramm, glaube ich. Da kommt man jetzt nicht so ganz weit mit. Da müsste ich dann mehr färben, wenn man dann mit einem Pulli machen will zum Beispiel. Jetzt kräht der Hahn. Genau. Die sind doch schon mal ganz schick geworden. Und eine blaue Farbe erreicht man ja sonst normalerweise nur, wenn man Indigo färbt. Aber ich versuche so ein bisschen mit heimischen Pflanzen zu färben, weil ich so ein bisschen den Sinn da drin nicht verstehe, wenn ich mit Pflanzen färben will. Aus dem Aspekt, dass ich das natürlich und vielleicht auch umweltfreundlicher haben will, aber dann, naja, Pflanzen importiere, beziehungsweise Farbpulver oder getrocknete Pflanzen, um dann hier in Deutschland damit Wolle zu färben. Also sowas wie zum Beispiel halt Indigo, was auch sehr, sehr chemisch ist, die Farbe, wie die gewonnen wird. Oder Cochineal, die Läuse, die getrockneten. Oder Rotholz, Blauholz. Ja, oder so weiter. Also Kaffee ist jetzt auch keine einheimische Pflanze, aber Kaffee hat man halt nun mal auch zu Hause, wenn man Kaffeetrinker ist. Und ja, ich habe, finde ich, für heimische Pflanzen sehr viele verschiedene Farben schon hingekriegt und experimentiere immer noch weiter. Hier habe ich einmal das ist wieder was anderes. Aber hier ist auf jeden Fall immer ein großer Anteil Kurkuma mit drin. Ich weiß, Kurkuma ist jetzt auch keine einheimische Pflanze. Aber naja, was man halt so im Supermarkt kriegt als Gewürz, lasse ich noch so gelten. Das war ja auch noch ein Experiment. Dazu gehört, glaube ich, auch noch der Mohairstrang. Ja, also hier bei dem, da ist mit Sicherheit noch was anderes drin. Da ist auch so ein bisschen Grünschimmer drin. Auf jeden Fall ist da sehr viel Kurkuma auch drin. Eine einheimische Variante für Gelb wäre zum Beispiel der Färberwau oder die Goldrute, den auch viele Leute im Garten haben. Ich leider noch nicht, muss ich mal noch anpflanzen. Genau, dann habe ich hier einen ganz, ganz hellen. Der riecht auch nicht mehr. Den habe ich mal mit Pfefferminze gefärbt. Man sieht wahrscheinlich in der Kamera jetzt gar nichts. Der ist so ganz leicht hell, gelb, vanillisch. Aber den werde ich, denke ich, wohl nochmal überfärben mit einer dunkleren Farbe. Der war auf jeden Fall auch nach dem Färben so richtig schön kühl auf der Haut. Vielleicht war das auch nur Einbildung. So, legen wir den mal dahin. So, dann habe ich. Was warst du? Zweimal mit Königsfarn. Ein Mohairstrang und ein Strang mit Burettseide. Das gab so ein Silber und gerade auf der Borettseite, die glänzt ja eh schon, da kam noch mal mehr von dem Silbereffekt dazu. Finde ich auch sehr edel. Ja. So. Dann habe ich mal noch was Schönes Buntes und zwar habe ich zweimal rote Beete gefärbt. In so einem schönen Schweinchenton. Ein Flauschgarn gibt es da nicht dazu.
Ja, da experimentiere ich auch noch. Also, wenn man umso mehr rote Beete man damit kocht, sage ich mal, umso dunkler wird dann auch die Farbe. Ja. Den Ton. So, jetzt trinke ich erstmal einen Schluck Kaffee. Ich habe das Gefühl, ich rase hier durch. Ich habe eigentlich Zeit heute. Ich habe heute frei. Aber ich bin so ein bisschen aufgeregt, weil hier so ein Sturm ist und bis jetzt steht mein Gewächshaus noch. Ich habe da gestern Abend noch mal ein bisschen, um 11:30 war ich noch da, als ich heimkam und habe noch mal geguckt, ob noch alles steht. Bei den Wachteln fliegt das Dach weg. Das habe ich festgebunden, das ist aber schon wieder halb ab. Naja, die Hühner sind auch noch alle da. Sonst habe ich gerade nichts, was wegfliegen kann, außer vielleicht ein Vogelfutterhaus. Und ja, die Esel sind nervös. Die sind hier im Stall jetzt, weil, das muss ich euch noch beichten, ich habe nämlich keine Rinder mehr. Ja, seit einer Woche, seit über einer Woche, habe ich mich dazu entschlossen, endgültig dazu beschlossen, das war jetzt keine vorschnelle Reaktion, das überlege ich mir schon seit 2 Jahren, weil mir das einfach viel zu viel Arbeit ist täglich, gerade im Winter, wo die im Stall sind und man die halt von Hand misten muss und ich auch nicht die technischen Geräte habe. Das bedeutet, dass ich den ganzen Mist, den ich von Hand in die Schubkarre lade, auf den Mist fahre, auch irgendwann wieder mit der Mistgabel auf den Hänger schmeißen muss. Und das ist schon ganz schön viel Mist. Und ja, das ist halt auch alles, wenn man 6 Tage in der Woche arbeiten geht, ein bisschen viel Arbeit mit so vielen Tieren noch. Und deswegen habe ich mich dann letzten Endes schweren Herzens, aber doch freiwillig dazu entschieden, die abzugeben. Deswegen habe ich jetzt keine Rinder mehr hier. Nur noch die Esel und die Schweine und die Hühner. Und also vielleicht zieht irgendwann mal noch ein anderes Tier ein. So einen dritten Esel zum Beispiel. Ich hätte noch sehr Spaß an so einem dreifarbigen Esel. Oder ja, mal gucken. Ne? Ich kann dafür nichts garantieren. Wenn irgendein Tier ein Zuhause sucht, was in Not ist, dann werde ich das aufnehmen bei mir. Auch wenn vielleicht nur, naja, wenn ein Notplatz sucht, dass es erstmal unter ist, wie auch immer. So ein Kaninchen würde ich jederzeit holen nochmal. Und ja, jetzt ist die Kreisverwaltung in Trier, die sucht gerade einen Platz für 2 Hängebauchschweine, die weggenommen worden sind, ihrem Besitzer vom Veterinäramt. Aber ich habe definitiv keinen Platz für noch 2 Schweine. Dafür ja, sind die Gegebenheiten hier einfach nicht passend. Und naja, so ein Minischwein macht halt auch sehr viel mehr Arbeit, wie so ein Esel, muss ich schon sagen. Und ja, also wenn auch noch mal bei uns auf der Arbeit ein Kalb nicht fit ist, werde ich das bestimmt auch noch mal mit heimholen und mich hier darum kümmern, dass man halt einfach mehr Stunden auch abends und so dabei ist. Wie jetzt zum Beispiel das Kalb, was nicht laufen konnte, was ich mal hatte oder so. Ja, aber ob hier nochmal große Rinder einziehen, wahrscheinlich eher nicht. Genau, deswegen habe ich auch so lange kein Video jetzt aufgeholt. Das wollte ich schon längst machen, aber naja. Meine Stimmung war jetzt nicht so gut die ganze Woche über. Wie ich mir, also die wurden freitags abgeholt. Dienstags habe ich Bescheid gesagt. Naja, und dann war die Woche halt auch schon schlechte Laune, die Woche danach auch sowieso. Ja, so ist das. Aber zu viel ist zu viel. So, weiter im Text. Hier habe ich nochmal eine große Wolle, also 100% deutsche Merino. Die lässt sich auch ganz anders färben und nimmt viel besser natürlich die Farbe auf
wie jetzt die Sockenwolle mit dem Polyanteil. Ich habe jetzt noch so ein paar Stränge Rohwolle hier liegen. Zwei Stück von der Burettseide, vier Stück von einem Garn, was auch für Tücher gut geeignet ist. Also ist im Prinzip von der Zusammensetzung dasselbe, glaube ich, wie Sockenwolle. Hat nur eine bisschen andere Lauflänge und ist ein bisschen griffiger. Und sechs Stück Sockenwolle habe ich auch noch hier. Und ein bisschen von dem Flauschgarn. Und ich werde aber mal probieren, 100% Non-Superwash-Wolle zu kriegen, weil die sich dann doch ganz anders färben lässt. Genau, so, also hier 100% Schafswolle ist gefärbt mit Hibiskustee. Da habe ich so getrocknete Blüten mit und Eisenoxid-Schwarz. Genau, und das gab so einen Ton hier. Also auch wieder so schwarze Stückchen, graue Stückchen mit so einem Rosaton. Genau, da kam der raus. Dann habe ich ganz viele von einer Farbe in verschiedenen Qualitäten. Dann wäre mal eine Pullovermenge eigentlich. Das ist nochmal was anderes. Das war nochmal was anderes. Was warst du? Nochmal was anderes? Okay. Gut, dann weiß ich jetzt hier gerade nicht genau, was hier zu was gehört, aber das ist ungefähr dasselbe. Und zwar habe ich gefärbt mit Johanniskraut. Kennt man ja hier, wächst auch überall. Kann ich sehr empfehlen. Wenn ihr einen Hund habt und naja, ist jetzt nicht gerade Winter, holt euch einfach mal eine Tüte mit und sammelt irgendwas in der Natur. Seid Rinde von irgendeinem Baum, seid, naja, an Wurzeln kommt man jetzt schlecht, aber seid Blüten von irgendwas. Gerade wenn ihr an Kornfeldern vorbeikommt, ganz viele Kornblumen oder Mohnblumenblüten. Oder Holunderbeeren zum Beispiel, ja, oder Schlehen oder verschiedene Pflanzen am Wegesrand, zum Beispiel auch Johanniskraut. Da habe ich gefärbt mit der ganzen Pflanze. Man kann aber auch nur mit den Blüten färben. Und da kam hier so ein gelbliches Grün bei raus. Finde ich auch sehr schick. Der hier hat noch mehr so Oliv, der hier ist ein bisschen mehr bläulich. Da ist bestimmt noch ein anderes mit dabei. Ich habe hier nämlich auch noch so Eisenoxid in Blau. Und das hier ist der Tuchgarn, das ist sehr viel griffiger, das ist auch ein bisschen dicker. Das ist, glaube ich, sechsfach. Und vierfach die normale Sockenwolle. Genau, die müssen zusammenhören. Das ist auch nochmal die gleiche Qualität. Die gehört dann noch dazu. Ach ja, jetzt habe ich euch Blödsinn erzählt. Wo ist er denn? Das war der. Ach ja, jetzt habe ich euch Haare, völliger Blödsinn erzählt. Jetzt habe ich nämlich den anderen gefunden. Das sind nämlich drei Stück. Und die sind gefärbt mit Kurkuma und Eisenoxidblau. Deswegen auch das Blaue. So, die drei. Und die sind auch alle drei im selben Topf gefärbt und sind halt alle ein bisschen unterschiedlich. Genau. Die sind aber eigentlich ganz hübsch. Gerade wenn man grün mag. Ich müsste halt nur aber daraus stricken. Ach, siehste, da gibt es sogar noch einen vierten von. Dann habe ich ja schon eine Pullimenge zusammen. Also auch nochmal Kurkuma und Eisenoxidblau. So. Dann habe ich hier noch so einen grau-silbernen. Das könnte einer noch von den Efeubeeren sein. Oder Kornblumen.
Also Kornblumen ergeben auch so einen silbernen Ton. Ja. Den gibt es noch. Dann Johanniskraut. Jetzt kommt Johanniskraut. Zweimal müsste das sein. Ja. Die sind nämlich so ein schönes Oliv. Ne, da oben sieht man das. Da ist ganz viel Oliv. Und ja, auch super schön. Und ne, wie das so ist bei Pflanzenfarben, in der Natur passt alles irgendwie zusammen. So auch die ganzen Farben. Die kann man super eigentlich für Colorwork benutzen. Dann vielleicht besser auf anderer Wolle gefärbt. Und ja, also Pflanzenfarben sind schon was Schönes. So. Dann habe ich noch mehr Grün. Ich habe sehr viel Grün, merke ich. Hier war ein Experiment, davon gibt es auch nur einen oder gibt es davon mehrere? Ne, da gibt es mehrere. Aha, drei Stück. Da ist noch ein anderer, okay. Und zwar habe ich hier nochmal gefärbt. Reinfahren, Schafgarbe, Spinellgrün. Spinellgrün ist auch von den Erdpigmenten und Eichenrinde. Und da kam das hier raus. Spinellgrün ist hier der klare grüne Anteil überall. Der sieht man in dem Strang besser als in dem anderen. Der andere Strang ist ein bisschen mehr braun, hat wahrscheinlich mehr auf der Eichenrinde gelegen. Ja, da kam die raus. Und ich färbe ja immer hier im Nebenraum, das ist der Raum, den ich schon nicht renoviert habe. Da steht meine Werkbank drin mit Kochplatte und Topf. Und da koche ich dann immer das vor mich hin. Und ich kann euch sagen, so Pflanzen auszukochen, das ganze Haus riecht dann nach. Also als hättet ihr Baumrinde gekocht zum Beispiel. Naja, irgendwann soll das meine Schmiede ziehen, wenn ich da Platz habe. Genau. Ja, die zwei. Dann habe ich hier noch einen. Ach, der gehört auch noch dazu. Der ist ja ganz anders. Also der hier ist reinfahren, schafft er ja doch auch der gleiche. Der ist viel mehr gelb und braun. Das Braun ist von der Eichenrinde. Das Gelbe ist vom Reinfahren und von der Schafgarbe. Reinfahren macht auch noch so grünlichen Ton. Die wären auch gut für so ein Fade-Projekt, würde ich mal sagen. Ja, da gibt auch schon ein Tuch mit drei Strängen, also ein megamäßiges Monstertuch. So. Dann habe ich einen Strang in Orange, den anderen, der ist auch, der ist doch hier drin. Für die Fuchssocken, die ich immer noch nicht angeschlagen habe. Und zwar habe ich gefärbt mit Tagetes. Die Studentenblume, die es ja in Gelb, in Orange und in Rot gibt. Und die färbt so ein wunderschönes Orange. Ja, also ein schönes Gelb, das könnte auch sein, dass einer von den gelben Strängen hier auch noch Ringelblume drin hat. Die gibt ja auch in Gelb und Orange. Damit kann man auch sehr gut färben. Und die macht sehr viele Blüten. Also kann man wunderbar im Garten anpflanzen, um sich dann was zu färben. Und man kann sich super eine Salbe draus machen. Genau, hier war auch noch der andere. Die war auch für den Fuchs gedacht. Die andere Zwiebelschale drin. Mal so zum Vergleich. Die ist schon sehr viel dunkler als die andere. Genau. So, aber sind beides helle Zwiebelschalen, also braune Zwiebelschalen. So, dann der letzte Strang.
Da ist auch kein Etikett dran. Ich hätte ja mal gesagt, der gehört zu dem. Das kann sein, dass da auch eine Solarfärbung mal war. Da waren drin Mohnblüten, Rosenblüten, Kornblumenblüten, Lavendelblüten. Den Rest weiß ich nicht mehr. Also sehr viele Blüten aus dem Garten und so, ja, das Rot und das Blau, Kornblume und Lavendel und Rosenblüten und Mohnblüten, die machen auch so einen silbrigen Ton. Genau, so, das war es schon für das Erste mit den ganzen Wollen. Also ich könnte ja schon fast einen Online-Shop eröffnen. So viel habe ich hier. Das waren jetzt 3,5 Fächer in meinem Stash-Regal, in einem von meinen Stash-Regalen. Genau. So, und jetzt zeige ich euch noch ein paar Bücher, die sich so angesammelt haben. Ich muss sagen, so wirklich ein Rezept aus den Büchern habe ich noch nie so eins zu eins übernommen. Aber in jedem Buch steht ein bisschen was anderes drin und andere Tipps. Und naja, ich mische das halt alles so. Ich bin immer noch auf der Suche nach neuen Büchern. Es gibt noch eins, wo man mit Pilzen selber färben kann. Da kann man auch sehr schöne blau, grau, silbrige Töne mitmachen. Nur, naja, Pilze sind eindeutig schwerer zu finden. Und naja, Pilze gibt halt auch sehr viele sehr giftige. Und ob das dann so toll ist, wenn man die dann kocht und das alles einatmet irgendwie und nachher auf der Haut trägt, weiß ich auch nicht. Ja, dann habe ich hier einmal das Buch Natürlich Färben, 30 Rezepte zum Färben mit Pflanzen. Das sieht so aus. Das ist eins meiner Lieblingsbücher aus dem einfachen Grund. Ich suche euch mal schnell die Seite, wenn die hier überhaupt drin war. So eine Übersicht. Ja, und zwar gibt es hier eine Farbkarte. Eigentlich zum Beispiel. Zum Beispiel auf Rhabarber. Also hier sind mehrere Rezepte halt drin. 30 Stück steht doch vorne drauf. Ja, gut. Und zwar Färben mit Rhabarber. Dann steht da die Materialien, der Vorgang, wie man das Ganze färbt. Einen Tipp und halt auch, weil ich euch, denke ich, zeigen kann, hier an der Seite so eine kleine Farbkarte, wie ihr mit vorgebeizter Wolle, je nachdem mit was ihr vorgebeizt habt, welche Farbnuance dabei rauskommt. Und ich glaube, da steht, ja, hier unten steht auch noch immer, was gefärbt worden ist, zum Beispiel hier oben ist ein Baumwollstoff mit Alaunbeize und rechts sind vorgebeizte, handgesponnene Wolle oder auch daneben. Ja. Und dann sieht man halt da immer, wie die Farbe rauskommt, je nachdem, welche Beize man benutzt hat oder mit was man entwickelt hat. Und ganz hinten ist dann so eine Übersicht mit ganz verschiedenen oder mit allen Farbkarten, die dann im Buch zu finden sind. Und dann kann man sich quasi, wenn man sich jetzt, wenn man eine bestimmte Farbe färben will, kann man dann hier einfach gucken, mit welcher Farbe wurde gefärbt. Hier ist zum Beispiel, habe ich euch eben gezeigt, reinfahren und dann gibt es halt von ganz hellem Grün bis so ein dunkles Tannengrün. Ne? Genau, deswegen finde ich die sehr gut. Hier sind aber auch nicht nur Einheimische drin, hier sind halt auch so Sachen wie Krabb dabei, Brasilholz, Sandelholz, Kateschu, Färberakazie, Blauholz. Ja, genau, da sind verschiedene. Also das kann ich eigentlich sehr empfehlen.
Dann habe ich noch mit Pflanzenfärben ganz natürlich. Sieht so aus. Auch schon sehr ansprechend vom Cover her. Ne, und ihr müsst euch mal überlegen, das sind alles Naturfarben. Das Blau ist aber bestimmt mit, wie heißt das denn? Jetzt komme ich gerade nicht drauf, wie es heißt. Okay, teilweise auch mit Blauholz und mit Indigo, genau. Aber Indigo würde ich nicht empfehlen für den Laien, weil das ist schon, da braucht man schon sehr starke Chemikalien. Ja, und ansonsten ist das hier. Hier sind leider keine Farbbilder drin. Aber na gut, ganz vorne sind halt so Bilder, aber da steht jetzt nicht dabei, welche Farbe, welche von welcher Pflanze. Hier gibt es aber zum Beispiel, das hier habe ich doch, glaube ich, benutzt. Die Färbung mit dem Königsfarn. Und dann, ich halte das Rezept mal zu, weil, naja, ist halt auch ein Kaufbuch. Wie macht man das jetzt? So, also dann steht da halt Text und die Pflanze. Und natürlich steht dann da auch dabei, welche Farbe das ergibt. Ein dunkelbeiges Grau erhält man durch Entwicklung. Es ist eine durchaus interessante Farbe im Zusammenklang mit anderen Olivtönen. Ja, oh, finde ich die jetzt so schnell nochmal. Ne, das war reinfahren. Wo ist denn der Königsfarn? Ach, ich finde doch nicht mehr. Keine Ahnung. Naja. Also hier sind aber leider keine Färbebeispiele drin. Aber hier sind schon auch mehr einheimische Pflanzen drin, wie Königskerze. Haben ja auch viele Leute im Garten. Beziehungsweise die samen sich ja auch selber immer aus. Königsfarn findet man im Wald. Die Goldrute, das ist die Pflanze, die ich eben gemeint habe, die ist im Garten. Johanniskraut, Frauenmantel, Brennnessel kann man super mitfärben. Tagetes, Färberkamille. Ah ja, hier vorne ist noch, die kann ich euch zeigen, eine Farbliste. Welche Pflanzen welche Farbe bringt. Das ist auch sehr interessant. Hat man da schon einen Überblick? Also Grün erhält man normalerweise durch viele Überfärbungen. Wenn man jetzt dann halt Gelb mit Blau mischt. Naja, dann steht hier bei Blau aber jetzt nur Indigo. Aber ich sag mal so. Das hier ist für mich auch schon ziemlich blau, natürliches Blau, da hängt ein Haar drin. Also wenn man das überfärbt oder nur ganz leicht anfärbt, sage ich mal, und dann mit was Gelbem drüber, sollte das auch ein Grün ergeben. Vielleicht eher ein Olivton. Genau. Dann habe ich Pflanzenfärben ohne Gift. Neue Rezepte zum Färben von Wolle und Seide. Habe ich bei eBay gefunden, glaube ich. Ist ein sehr altes Buch. Steht da drin. Hier ist auch vor allem Färben mit Kindern, wird da angesprochen. Das würde mich ja mal sehr von 1990. So sieht es auch aus. Sieht so aus. Ist ein relativ kleines Büchlein. Hier sind gar keine Farbbilder drin, also nur so gezeichnete. Ja, hier sind auch viele Pflanzen drin, die nicht bei uns wachsen. Aber zum Beispiel ist hier auch Rheinfarn drin, Pferdeampfer, Schafgarbe. Genau. Und dann steht hier halt auch. Die Beize, hier steht drin, was man braucht, also die Pflanze plus die Wolle und wie viel Gramm davon, wie man das Ganze entwickeln kann. Und ja, ich habe auch eben gar nicht gesagt, ich beize alle meine
Wolle mit AL-Kaltbeize. Das ist so ein weißes Pulver, das rührt man einfach dann ein und dann legt man die Wolle da drin ein. Und naja, wenn man die gut ausdrückt, da kann, ich habe da so einen Gastrobehälter, da passt schon viel rein. Die reicht ewig gefühlt. Und wenn die leer ist oder nur noch ein bisschen, die kann man einfach im Garten entsorgen. Das ist keine Umweltbelastung. Ich will aber auch ausprobieren, ganz darauf zu verzichten und nur mit Pflanzen zu beizen. Das geht nämlich auch. Zum Beispiel müsste das gehen mit Eichenrinde. Damit kann man zum Beispiel auch Leder gerben. Oder mit Vogelmiere, die ist sehr kaliumhaltig. Und ja, da weiß ich ein paar Stellen, wo immer richtig viel steht. Und wenn man die dann auskocht, hat man quasi auch eine natürliche Beize. Genau, also das ist auch ein sehr altes Büchlein. Dann habe ich Färben mit Pflanzen. Das sieht so aus. Ich habe auch eigentlich alle Bücher gebraucht gekauft. Auch bei Amazon habe ich gerade gesehen. Momox. Und ja, das hier ist eigentlich auch im Prinzip dasselbe. Hier ist zum Beispiel, wie man sich eine Färberkartei anlegt. Das könnte ich auch mal machen. Ja. Und hier sind auch viele Farbfotos. Was mich hier ein bisschen dran stört, ist, dass das schlechte Bilder sind. Also die Pflanzenbilder, die gehen ja, aber die Wolle. Ich schalte das nochmal zu irgendwie. So. Obwohl, ne, da steht eigentlich. Das Rezept halte ich zu. Unten steht eigentlich nur, mit was das gefärbt worden ist. So. Also. Die Bilder mit der Wolle, die finde ich einfach sehr schlecht fotografiert. Da kann man jetzt nicht wirklich gut was drauf erkennen, weil das glänzt irgendwie alles auch. Naja, und das ist halt nicht alles Seide. Finde ich ein bisschen schade. Ansonsten ist hier auch viel Info drin, wie man beizt. Hier ist zum Beispiel auch drin, wie man sich einen Färbergarten anlegt, wenn man den Platz dafür hat. Genau, also aber es sind in jedem Buch immer neue Rezepte. Und ja, zum Beispiel Faulbaum ist hier drin, eine Möhre, auch wieder reinfahren, Rhododendron, Stieleiche, Walnuss, Färberwau. Genau. So, dann habe ich noch ein Buch. DIY Wolle färben, natürlich bunt. Das ist auch ein sehr kleines Buch. Das habe ich auch sehr, sehr günstig gebraucht gekauft. Ich hätte es echt bereut, hätte ich mir das neu gekauft, muss ich sagen. Weil, ja, also das Buch hier hat mir am wenigsten gebracht, muss ich sagen. Da sind nämlich genau zu einer Farbe eine Pflanze. Und zwar ist hier eine Birke für gelb, rotlaubige Gehölze für grüne Färbungen. Dann haben wir Brennnessel und Rosenblüten, Kurkuma. Und Blauholz und Sandelholz. Ja, also man kann das bestimmt auch irgendwie untereinander mischen, dass das andere Farben ergibt. So, hier ist mal ein Bild mit der gefärbten Wolle. Aber da sind halt, naja, nicht so viele verschiedene Farben drin. Alles sehr hell.
sehr gelblastig. Gut, bei mir ist jetzt gerade alles sehr grünlastig. Ja, also es ist schon für Anfänger, denke ich, ein gutes Buch, um einfach mal so mit leichten Pflanzen dazu üben, wenn man da Spaß dran hat. Aber ist mir persönlich jetzt zu langweilig. Genau, also kann man machen, muss man aber nicht. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft auch weiter Ausschau nach Pflanzenbüchern halten. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee oder habt selber noch andere, die ihr empfehlen könnt. Dann schreibt mir das doch mal gerne. Ich mache mich auch auf die Suche und dann werde ich euch das berichten. Und ja, jetzt bin ich eigentlich soweit durch hier. Ich werde euch im nächsten Video, mache ich euch als nächstes einen Podcast oder zeige ich euch mal mein Stash. Das überlege ich mir noch. Ich habe nicht so viel gestrickt. Ich bin immer noch an dem, na, wie heißt er denn? Color Scream Schal. Den habe ich angefangen. Der geht auch relativ flott. Kann ich eigentlich sehr empfehlen, die Anleitung. Ist eine Ein-Strang-Anleitung mit zwei Minis. Die Jacke, die bunte, da habe ich immer noch keinen Kragen dran gestrickt. Naja, die Socken habe ich auch noch nicht angefangen. Das Tuch. Oh Gott, soll ich euch halt nochmal zeigen? Ich weiß gar nicht. Naja, die Uhr da. Ich muss halt mal die neue Batterie reinmachen. Hier ist immer noch mein Dapunzeltuch. Ob das jemals fertig wird, ich weiß es nicht. Das ist mir irgendwie. Da kannst du nur im Hellen stricken, weil das so dunkles Garn ist. Aber mir gefällt das eigentlich super gut. Ja, das war das hier. Kraus rechts gestrickt und an der Seite macht man dann halt so Schlitze und dann macht man dann nachher so einen Zopf. Müsste ich auch mal weitermachen. Ja, das habe ich noch auf den Nadeln. Dann bin ich noch die fingerlosen Handschuhe am Stricken von der Dagmar. Ein neues Paar, das ist jetzt fast fertig. Pullover habe ich keinen angefangen. Socken habe ich auch keine angefangen. Also ich bin eigentlich sehr monogam gerade an dem Tuch am Stricken. Naja, und habe jetzt schon wieder angefangen im Garten ein bisschen zu werkeln. Wo ich jetzt auch schon wieder überlegt habe, soll ich vielleicht nochmal so einen Versuch starten wie schon mal, dass ich so ein bisschen zeige, was ich im Jahr über so im Garten mache. Oder ob ich so kleine Live-Videos machen soll im Gewächshaus, wenn ich was aussehe zum Beispiel. Na, das dauert dann aber noch bis mindestens März, bis man die ersten Sachen so wirklich sinnvoll aussehen kann. Einfach so ein bisschen so wie eine Kaffeerunde halt ohne Wolle dann im Gewächshaus oder mit Pflanzen. Müsste ich dann gucken, ob ich das hier hinkriege auf YouTube oder auf Instagram. Aber viele Leute haben ja auch nur YouTube. Nur da ging ja letztes Mal das Live-Video schon nicht. Da muss ich mich nochmal mit befassen. Ja. Mal gucken. Also ihr werdet was hören von mir. Ja, jetzt ziehe ich mich mal um. Ich mache mir nochmal einen warmen Kaffee und werde dann mal die Tiere abklappern, dass die mal ihr Frühstück kriegen und dann noch mal eine Gartenrunde machen, in der Hoffnung, dass noch nichts weggeflogen ist. Also bis dann, macht's gut, tschüss!